So, einmal durchs Gemüse laufen. Hier hinten war doch das. Ja, genau, da oben steht auch schon eine von den Sklavenwachen rum. Und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt letzten Wochen immer... Bitte ruckelfrei, danke. Ruckelfrei! Ich habe die letzten Wochen jetzt immer mal zu tun gehabt mit meinem Studium, ne, weil ich jetzt an meiner Bachelorarbeit geschrieben habe. Hab's jetzt aber endlich geschafft, das Drecksding abzugeben. Und bin den Kram jetzt erstmal los. Erstmal wohlgemerkt, weil ich noch immer an meiner Verteidigungspräsentation arbeiten muss. Deswegen wird die Aktivität bei mir in den nächsten Wochen jetzt auch nicht so berauschend sein, vermute ich mal. So, die Höhle sieht für mich stark nach Wolfshöhle aus irgendwie, finde ich. Ja, und deswegen wird es leider dabei bleiben, dass ich immer bloß vereinzelt mal was machen kann. Ich bin auch so ein bisschen raus aus dem Rhythmus irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich bin nicht mehr so richtig in dieser Let's Play-Stimmung. Hallo Wolfi, ich sag doch, hier sind Wölfe. Ich bin nicht mehr so richtig in dieser Let's Play-Stimmung drin, muss ich sagen. Aber es liegt nicht bloß daran, dass ich jetzt immer am Studieren bin, sondern ich habe auch so jetzt... lass mich mal... lass mich... wirst du wohl... Ach, steck doch nicht weg, Mensch. Böser Wolf, böser Wolf. Aus! Wo war ich denn? Was wollte ich denn sagen? So, was ist das? Naja, davon ist noch einer, den lasse ich jetzt aber gerade mal kurz. Liegt jetzt nicht bloß daran, dass ich zu studieren habe, sondern auch so bin ich jetzt ein bisschen in den letzten Wochen vom Let's Play weggekommen. Werde natürlich aber trotzdem weitermachen, weil es schon Spaß macht, aber könnte etwas unregelmäßiger werden insgesamt bei mir mit den hochgeladenen Videos. Tut mir leid für alle, die da jetzt erwarten, dass ich regelmäßig weiter so mache mit meinem Takt wie bisher, aber ist nun mal so. Ach, diese doofen Viecher. Kannst du denn mal ordentlich zuschlagen hier? Ja, so will ich das sehen. Ach, das mit dem Timing ist auch so ein bisschen blöd. Die großen Schläge, die kann man überhaupt nicht timen. Aber ich kann auch nicht die ganze Zeit mit diesen kleinen, blöden Fechtstößen da ankommen. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm mal alleine. Du da. Komm, komm. Komm zu Papa. Tutschi, tutschi, du. Komm zu Papa. Jag das Stöckchen, das ich in meiner Hand halte. Fang das Stöckchen mit deinem Mund in meiner Hand, das Stöckchen. Uah, Sommerhasener! Huhu! Ha! Hihihihi! Oh! Ha! Hihi! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ist bloß noch einer? Okay. Dann bin ich mal mutig, ne? Jetzt ist wieder zwei, das ist nicht so toll. Können die Viecher dann auch endlich mal wieder weggehen? Ist ja nicht wahr. Sag mal, lass dich auch mal irgendwann wieder ab von mir. Hallo ihr da, helft mir zu Hilfe. Hallo, Hilfe. Ja, danke schön. Sehr freundlich und liebensgewürzig von euch. Ja, das Gehacke brauche ich jetzt nicht unbedingt hier. So, dann lassen wir mal die Bürger von... Nein! Ich wollte gerade sagen, lass doch mal die Bürger von Monterra die Arbeit für die Rebellen machen. Ah, das ist natürlich dumm. Ja. Lief eigentlich gut bis dahin, aber diese blöden Kackviecher konzentrieren sich dann auch nicht darauf, die Bürger zu zerreißen oder die blöden Sklaven, sondern die bleiben natürlich am Filetstück dran, also an mir, ne? Ist klar. So, mal nebenbei was getrunken hier von meinem feinen Cappuccino. Ein wahnsinniges warmes Wetter ist das heute. So, zur Orientierung, heute ist der Freitag der, was ist das, der 27., ne? Und, also eigentlich war es gestern schon hier im Osten Deutschlands, im ganz weiten Osten, war es schon ziemlich schön gewesen, aber heute ist wirklich
strahlend blauer, wolkenfreier Himmel, wobei mittlerweile sind im Laufe des Tages so kleine Wattefäden über den Himmel hinweggezogen, über das Blau, ist aber immer noch so gut wie wolkenfrei. Und eine wahnsinnige Bullenhitze kommt hier von oben runter. Ich musste heute zwischen den verschiedenen Häusern der Uni bei mir hin und her wechseln im Laufe des Tages. Und wenn ich bergauf laufen musste, ich bin bald wahnsinnig geworden hier vor Hitze. Dabei bin ich ja eigentlich eher so der Hitzetyp. Also bin ich so für den Winter zu haben. Und stehe ja auch mehr auf Wüste, ne? Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt im Laufe des Let's Plays. So einmal oder so. Aber trotzdem ist das schon ein bisschen übel jetzt gewesen, hier heute. Also bin jetzt schon ganz froh, mich nicht mehr bewegen zu müssen erstmal, ne? So, das wird später noch lustig. Da darf ich noch eine Zugfahrt unternehmen. Mit Kater an Bord. Meinem 6-Kilo-Bomber. Und den habe ich dann in der einen Hand. In der anderen Hand habe ich meine Tasche und darf dann bei der Hitze wieder der Zeit hinterherrennen, weil ich garantiert wieder zu spät losmachen werde. Und dann wieder mit Drängnis komme, weil ich den Zug fast verpasse. So wie das eben immer ist, ne? So, kann man denn nicht mal einen hier irgendwie pullen, quasi? Komm mal her. Nein, nicht alle. Ach Mensch, das ist doch so eine Korotzenkacke. Ach da, oh, oh, stimmt, jetzt sind es ja 4. Na toll. Ich bin nicht begeistert. Ach Mensch, da steht dieser blöde Kristall im Weg hier. Ist es denn zu fassen? Da will man mal hier gewitzt mit dem Bogen ein bisschen Vorarbeit leisten, um dann nur noch reinschnetzeln zu müssen. Hör mal. Ach komm, scheiß drauf. Nee, ach, wird nix. Scheiße. Vor allen Dingen wird's nix mit den Frames hier. Das ist ja... Ich verzweifle ja mit ein paar Wölfen. Ist es denn wahr? Ich bin der große Held, der die Welt verändern wird, aber ich scheitere an 4 Wölfen. Liebe Bürger von Monterra, seid ihr gewillt, mir zu helfen? Ich habe Wölfe am Hintern kleben. Bitte greift ein und kümmert euch um sie. Do as you wish. Viel Spaß. Ihr dürft alle mal. Ja. Was zur Hölle ist denn hier mit den Frames los? Das ist ja schrecklich. So, jetzt aber kann ich mal selbst eingreifen. Standbildaufnahme hier. Ist ja toll. Ja, sehr gut. Ach man, ein bisschen flüssigeres Gameplay wäre jetzt schon geil. Also, danke. Ich sollte es vielleicht wirklich öfter anmerken im Spiel gegenüber, damit es dann drauf anspringt und ja, die haben Spaß hier vorne, ne? Die haben totalen Spaß, so. Ja, und da kriege ich sogar noch die Erfahrungspunkte für. Ist das nicht geil? So, ach nein, Rufen Monterra? Ach, das war ein Auftrag für die Monterraner quasi, oder? Ja, fragt sich, was für einer das war, der mir den Auftrag gegeben hat. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, jetzt habe ich das natürlich auch nicht mehr drinstehen. Moment. Erfolgreich. Gehen wir mal runter in die Ecke Monterra. Hier, streunende Wölfe. Ich suche Arbeit, Feinde habe ich, was für die. Meine Männer sind scheinbar... Ach, das ist einer vom Hof, oder? Ich würde denken, das war auf dem Bauernhof gewesen. Gut, dann war das gar nicht die Aufgabe für die Rebellen gewesen, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch gleich um die Sklavenlagerwachen kümmern. Da wir gerade eben schon so glorreich triumphiert haben, machen wir das Ganze doch gleich jetzt hier noch mit den Orksöldnern. Quatsch, mit den Orksöldnern, nicht mit den Orks. So, wunderbar. Dann legen wir mal los. Na, ob das was wird? Ah! Das war kein Ausversehenstreffer. Ja, genau. Schön, dass du es endlich begriffen hast. Bleib stehen, Mora. Lalala.
Ja, was denn? Schild und so hier, Mann. Dieser Typ ist das Letzte, ey. Achso, ich muss den ja noch umbringen. Hua! So. Ganz souverän mit einem Erfahrungspunkt, mit einem Lebenspunkt oder so hier. Nein, gibt da keine richtigen Lebenspunkte. Doch, gibt's eigentlich schon, es wird bloß nicht angezeigt. Aber quasi tot, ne? Ganz souverän gemacht, so, Schnaps, super. Jetzt noch den anderen, bitte. Ich finde aber süß, wie sie sich 30.000 Mal treffen lassen, bevor sie mich überhaupt angreifen. Ach, shit. Oh, was? Der hat doch getroffen. Hallo! Ach, Mensch. Uncool. Ich gehe mal einen Meter weg, ne? Ja. Genau. Das hast du davon, Arschloch. Zack, so, der nächste. Wie viele gibt's denn von denen? Ich glaube 4, oder? So, nehmen wir den auch noch aus. Der hat noch ein paar Heilwurzeln. Ich bräuchte mal Steinwurzeln, fällt mir ein, ne? Für Porgan. Nein, war's Porgan? Der Druide halt. Ich weiß nicht, welcher Druide hier stand. Ich glaube, Porgan war es noch nicht. Den treffen wir, glaube ich, erst später in Notmar oder so. So, die stehen natürlich ein bisschen döver hier. Wobei, die Sklaven dürfte es ja eigentlich nicht interessieren, wenn ich den hier angreife, oder? Wir machen das einfach mal und schauen mal, was bei rumkommt. Ach, man müsste natürlich auch treffen. Komm, mein Freund, jag mich. Wieder blöde Steine im Weg. Pams. So, nochmal. Und dann schwenken wir mal aufs Schwert um. Nein! Ach Mensch, ich hab blöd gedrückt hier. Geh weg nach hinten, Mann! Oh, Typ! Du rächst mich auf! Ja, war noch souveräner als vorhin, würde ich sagen. Hier, du sollst zustechen. Ja, danke. Immer noch einer. Gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt wirklich bloß mit einem Lebenspunkt. Und ich verbrate ja Heiltrank um Heiltrank. Ich glaube, ich habe doch noch Zeug zum Fressen hier. Nehmen wir das erstmal. Schauen wir mal, was wir da so im Angebot haben. Hier Fleisch. Gebratenes Fleisch plus 20%. Ach, das ist ja richtig gut. Du darfst auch essen. Dankeschön. Da brauchen wir ja bloß 2,5 Stück von, dann passt das. Ach, komm, das passt so schon. Speichern. Wobei, speichern war jetzt vielleicht nicht so cool, weil es ja sein könnte, dass die dann ankommen, hier wurde jemand umgebracht, du bist schuld daran, stirb, Mora! Oder so. So, wo haben wir denn jetzt noch einen? Sklavenlagerwache, der ist doch bestimmt auch eine, oder? Bist du eine Sklavenlagerwache? Ja, bist du. Oh, oh, oh. Oh, schlecht. Hier. Komm schon. Da, oh, verdammte Kacke. Ist ja nicht wahr. Was jetzt? Ach nee, kommt Leute, oder? Ist ja nicht wahr. Jetzt meint ihr ernsthaft, ich kann... das ist uncool. Das bedeutet, ich werde in der ganzen Stadt es... Ach nee, komm ey. Was zum Henker? Das finde ich ja gar nicht cool. Ach kommt, ich hab... Weil ich mal jemanden umgebracht habe hier draußen am Rand. Ach kommt, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ach komm schon. Ihr seid doch blöd. Und jetzt habe ich auch noch meinen Ich habe meinen Schnellspeicherstand überspeichert. Scheiße. Ach, schlecht. Gut, Freunde, dann war das jetzt mal eine kurze Aufnahmesession, damit ich überhaupt mal wieder Folgen habe, sagen wir es mal so. Und ich werde dann mal offscreen quasi das Ganze nochmal nachspielen bis hierhin. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder, wenn ich hoffentlich nicht wieder am Boden liege, Staub fresse, der sich mit meinem Blut mischt. Und dann, ja, bis die Tage, ne? Tschüss.